Zum Reinigen der Wassertasche gibt es einen tollen Trick, weil man da nirgends dran kommt. Kann man hier einen Eisennagel, auf jeden Fall was magnetisches wie Eisen, nehmen, klein machen, sodass es halt in die Gänge passt. Den schmeißt man in dieses Wassersystem rein, in die Wassertasche. Und dann kann man hier mit dem Magnet, schwuppdiwupp, hier ganz einfach von innen reinigen. Dann kann man hier von innen sauber machen, ohne dass man hier irgendwas kaputt machen muss. Das ist jetzt hier nur mal zum Demonstrieren. Dann schmeiße ich hier die Nadel. Ja, das klappt. Und so, das hier reinfällt. Zum Reinigen der Wassertasche gibt es einen tollen Trick, weil man da nirgends dran kommt. Kann man hier einen Eisennagel, auf jeden Fall was magnetisches wie Eisen, nehmen, klein machen, sodass es halt in die Gänge passt. Den schmeißt man in dieses Wassersystem rein, in die Wassertasche. Und dann kann man hier mit dem Magnet, schwuppdiwupp, hier ganz einfach von innen reinigen. Dann kann man hier von innen sauber machen, ohne dass man hier irgendwas kaputt machen muss. Das ist jetzt hier nur mal zum Demonstrieren. Dann schmeiße ich hier die Nadel. Ja, das klappt. Und so, das hier reinfällt. Dann sieht es mir etwas besser aus. Ja, gut, es muss nicht ganz wie neu sein. Hauptsache die Kanäle sind frei, da funktioniert es wieder. Süß sind die Schauern.